Moin Leute, herzlich willkommen ja, hier zum neuen Projekt. Ich habe mich entschieden, dass die Frühling jetzt mal eine Zeit lang Pause machen muss, weil bei mir da einfach die Luft raus ist. Ja, dann habe ich mich erst umgeguckt, so 22 oder so. Ist im Moment nicht so für Svenny was da. Dann habe ich mich entschieden, ich wollte die Westerrade im LS17 ich spielen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Dann gehen wir auf die Westerrade in LS17. Das war so klar. Und machen hier ein Projekt drauf. So, ich bin noch am Hof einrichten, aber damit ihr morgen eine Folge habt, nimmt ihr Svenny jetzt mal was auf. Ich weiß immer noch nicht, wie ich zu meinem Hof komme. Ich habe mich hier oben für entschieden. Wir fangen an dem Schafhof an. Wir besitzen hier das Feld, das Feld, das Feld, das Feld, das Feld. Haben drei Wiesen. Ich glaube, das war's, was wir besitzen, ne? Ja, mehr besitzen wir hier, glaube ich, gar nicht. Mehr habe ich auch nicht gekauft. Ich finde, das ist groß genug. Das müsste reichen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollen mal zum Hof. Habe ich letztes Mal schon verfahren. Ich habe noch einen Fan 516 im Moment. Wie gesagt, ich bin noch am Hof einrichten. Noch haben wir ein bisschen Geld, ne? Weil wir noch Hof einrichten. Aber wir können auch die erste sofort zusammen machen, ne? Wie gesagt, ich habe mich jetzt für ein LS17-Projekt entschieden. Ein 22er ist ja auch immer schicki, feini und toll. Aber manchmal kann ich den auch nicht sehen. So, und da ich ja meist so gut wie keine anderen Spiele spielen kann durch mein ADHS, weil ich dann total, wie sagt man, nervös werde und hibbelig, habe ich mir gedacht, weißt du was, dann gehen wir in 17er zurück, machen noch ein zweites 17er Projekt und spielen ein bisschen die Westerrade. Ja, ist hier noch Frühlingsanfang, erster Tag, ist noch alles Schnee, wir können nichts machen außer Hof einrichten, aber das machen wir jetzt in Ruhe, ne? Schafe kaufen, Futter und so. Dass das hier langsam an Start kommt. Ich will mal sehen, dass ich meinen Fendt irgendwann zu den Hof kriege oder ob wir schon anfangen zu fliegen. Ich weiß nicht. Wir werden noch einen dritten Schlepper uns kaufen. Ich weiß aber noch nicht, was für ein. Bin ganz ehrlich. Und da ich die Westerrade zu Zeiten im LS17 mit meinem Rechner nicht spielen konnte, habe ich mir gedacht, ich spiele sie jetzt mal ein bisschen. Muss ja nicht ewig sein oder sonst was. Die Frühling wird auch nicht raus sein, aber ich brauche mal eine Pause von der Frühling. Ich bin da ganz ehrlich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ihr guckt sie auch kaum noch. Aber das ist bei mir eh zweitrangig. Ich persönlich brauche mal eine Auszeit von der Frühling. Es ist die schönste Karte im LS22, aber wenn man mal sagen muss, so, nö, weiß nicht, dann muss man mal Pause machen. Ist leider so. So, hier sind wir in Dörfli, ne? Ich habe mir natürlich den Hof ausgesucht, wo ich am weitesten hinkacheln muss, um meine Maschinen hinzukriegen. Moin, Kollege. Mehr als fit hier. Aber das ist dann halt so, ne? Hier war ich das schon mal. Letztens mit dem Fan. Oh, der ist gut. Der ist ganz gut, dann können wir eben auf die Karte gucken. Ich glaube, ich bin verkehrt gefahren, ne? Ja, nee. Ich glaube, ich bin noch richtig. Ich muss jetzt hier. Wahrscheinlich doch lang irgendwie, ne? Ist ein bisschen undurchlässig hier die Straße, ne? Mein Fan steht, glaube ich, hier. Da steht der Fan. Aber ich muss hier weiter geradeaus. Alles klar. Ist grün, wir müssen los. Ja, bis wir die Maschinen in den Hof haben, ist Ostern und Weihnachten vorbei. Aber auch nicht schlimm, wir haben ja gerade Zeit. Das macht ja nichts. Da steht der Fan, den werde ich auch gleich zum Hof holen. Dann hier mussten wir weiterfahren, ne? Naja, hier müssten wir schätzungsweise Dollar. Ich hoffe, es ist sowas von. Wir hätten hier noch Heu auf der Fläche liegen. Seid ihr dumm oder was? Räumt das mal weg da!
Guck mal, das läuft. So wie vielleicht ein Bolt-Door. Ja, da hinten ist, glaube ich, unser Gehöfte irgendwo. Planlos über die Map, ne? Hast du es eilig hinter mich? Wusste nicht. Hast du mal auf die Straßenverhältnisse geguckt, Kollege? Ja, da noch Schnee liegt, können wir natürlich nichts machen. Nicht. Nichts können wir machen. Ja, hier ist, glaube ich, mein Hof. Ja? Ne, das ist hier die Holzputze. Da müssen wir noch ein Stück weiter. Da kommt unser Hof, wo ich mich ansiedeln möchte. Na, ja, erstmal so ein bisschen Schafe, ein bisschen Ackerbau. So ist der Plan und dann kann man sich langsam hocharbeiten, ne? Bis wir das alle so eingerichtet haben, wie gesagt, wird ewig dauern. Aber da habe ich keine Schmerzen mit. Ich habe Zeit. Ein paar Tollers haben wir ja noch. So, ich möchte mich hier auf den Hof ansiedeln. Ach nee, hier geht er aus. Hier so Schafhof, ne? Fand ich, ist ganz tutti. Hier so ein bisschen alte Halle. Oh, 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 was war das? Alte Halle, ich dachte auch gerade, es ist abgestürzt, aber ist nicht abgestürzt. Nichts passiert. Können wir hier so ein paar Sachen reinstellen, ne? Hier, guck mal, hier sind auch so. Kannst du was reinschütten, ne? Das ist ja cool. Hier hinten ist der Schafstall dann, ne? Hier so, guck, alter Schafstall. Finde ich Töfte, deswegen gefällt mir das hier auch so. Und hier können wir dann arbeiten, ne? Guck mal. Stroh, Wasser, Gras, Mist, Wolle. Okay, hier kommt auch Stroh rein. Cool. Das ist ja schon mal wieder eine schöne Sache, ne? Hier, wie gesagt, können wir unsere Maschinen easy peasy immer reinstellen, ne? Wir werden mit drei Schleppern spielen, schätze ich mal. Auch wenn wir ein Schafhof sind. Wir sind aber ein Ackerbaubetrieb. Deswegen ist das in meinen Augen ganz sinnig. Oh, hier, wir haben sogar ein Getreidesilo. Cool. Wusste ich gar nicht. Guck mal, mit Durchfahrhalle, ne? Und ein Getreidesilo. Cool, cool, cool. Hier ist auch noch ein kleines Schöpfchen. Noch Töfter. Ja, das ist doch gut gemerkt. Kannst du hinten wahrscheinlich rausfahren, wenn der alte Schnee mal weg ist, ne? Und hier ist noch eine Obstwiese. Hört ihr uns? Weiß ich gar nicht. Nee, das ist gut gemacht hier. Da habe ich Bock drauf. Ich bin nicht ganz ehrlich. Ich nehme euch mit, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, müsst ihr halt das X klicken, ne? Kennt ihr ja bei Svenny? Der ist ja regelros. Wenn der alte Schnee nicht wäre, wäre es natürlich noch schöner. Aber das kriegen wir auch noch hin. Oh, hier haben wir Werkstatt, ne? Richtig gut gemacht, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele in LS17 im Moment richtig gerne. Weil er einfach gut gemacht ist. Müssen wir uns nichts vormachen. So, da wir im Moment noch nichts so haben hier. Mit Schüttgut und so. Kann der Schlepper erstmal hier so reingestellt werden. Dann holen wir eben den Fenster hoch. Fliegen ist ja doch noch lange nicht. Können wir da noch mit Maschinen fahren. Jetzt bei Schnee flügen, das bringt es, glaube ich, nicht. So, der kann erstmal hier stehen. Macht ihn mehr aus. Da ist noch alles. Geht noch nicht mit Flügen. Ich habe es erst gedacht, aber... Nee, lass mal. 5 Schar, ne? Brauchst du heutzutage? Weil wir haben ziemlich... Oh, hier sind Ziegen. Cool. Guck mal, Ziegenberg. Hast du gesehen? Weil wir ja auch ordentlich Fläche haben, ne? Also das ist ja auch nicht so, als hätten wir gar nichts an Fläche. Ich hab dich Vario, ne? Ja, Vario. Konfiguriert. Da läuft der... Oh, Kollege! Vorsicht, die ist glatt! Heiler, na, hast du gesehen? Der alten Bienenpflücker da. So ist der Plan, Leute, ne? Maschinen erstmal Hof einrichten. Fuhrpark können wir noch ein bisschen zusammen machen. Haben wir schon Folgen.
Mähdresche müssen wir auch kaufen, ne? Ich weiß aber nicht, was für einen und so. Ne, und wenn dann die Torlas alle sind, dann ist halt Pech. Müssen wir wirtschaften. Wirtschaften müssen wir so oder so. Wir haben einen Flug. Wir müssen Wagen haben. Noch ein Schlepper wäre nicht schlecht, ne? Weil irgendein Schlepper wird demnächst wahrscheinlich nur am Flügen sein. Wir werden ja auch viel selber machen, aber Flügen werden wir auch wahrscheinlich stellenweise mit CP machen. Weil ich meine, es muss alles geflügt werden. Bis du damit durch bist, bist du selber. Dauert ewig. Da ich ein bisschen back to the roots gehe und ziemlich viel wieder selber mache, ist das manchmal nicht so einfach, ne? Wenn wir sehen, dass wir die Maschine hier irgendwie, den brauchen wir ziemlich früh wieder, ne? Stellen wir den erstmal da wieder hin. Muss ja doch noch mit zum Händler wieder. So, dann lass uns mal gucken, was nehmen wir denn noch für einen Schlepper mit rein? Ich habe noch keinen Plan. Wir haben den Fergie, wir haben den 516, wir haben den. Der ist so krass mit Dings, Bums, Dings, ne? Hier mit MR. Ist ja echt krass. Der ist auch nicht schlecht, ne? Wir wollen ja nicht alles wie auf den anderen Spielständen. Habe ich hier nicht mehr die D-Family drin? Hier ist doch die D-Family. Was haltet ihr von dem? Ne, der braucht keinen Frontlader. 1455? Allrad? Default. Kaufen. Machen wir ihm aussehen, Hummel. Furby? IAC. Herrlich, ey. Das ist ein Moped, da träumt man von. Ne? So, warte mal. Was nimmst du denn jetzt mit? Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Grubber, ne? Grubber wäre ja nicht uncool. 4 Meter, oh, wir müssen alles flügen, ne? Ich hätte mir, wir müssen alles flügen. Ja, war so klar, selbst die Wiesen, aber die Wiesen flügen wir nicht. Ach, das muss nicht geflügt werden? Schönes Ding, schönes Ding. Auf jeden Fall brauchen wir ein Gewicht. Oder wir nehmen Mähwerke. Nee, Mähwerke lass mal. Erstmal Gewicht. Gewicht. Das ist cool, ne? Du kannst Gewichtplatten dran machen. Kaufen, ja, okay. Guck dich den an da. Du kannst Gewichtplatten dran machen. Dann, kaufen wir das habe ich die ist so Müll, ne? Die muss auch wieder aus dem Mond, ne? 220 PS ist zu viel. Wenn man so unentschlossen ist, ist es doch gar nicht so einfach, ne? Wir kaufen die. Die ist eigentlich gut. Hängen wir das erstmal an. So, wieder ein schöner Schlepper, oder? Der passt richtig gut zum Spielstand. So, mach doch mal eben hier F1 an. Ich weiß nämlich nicht, wie wir jetzt Gewicht dran kriegen. Oh, wir müssen wahrscheinlich aussteigen, ne?
Scheiß. Ihr macht heute mal Gewicht dran. Lustig. Müssen wir doch in Schlepper einsteigen? Weil sonst ist das Gewicht ja nicht so cool, ne? Gewicht senken. Ah, B. Das hat ja geklappt, ne? Haben wir Gewichte dran? Ja. Schick mir die jetzt hier, warte mal. Sicher ist sicher, ne? Muss ja auch klingen. Der Äpfel. Jetzt hat der Stufenmuster eingebaut. Das geht nicht, so können wir nicht fahren. Wieso hast du die Stufenmuster eingebaut? Willst du mich veräppeln? Jetzt macht er alle den. Oh, LS17, ne? Ich vergesse es immer wieder. Da kannst du doch nicht mit dem stufenlosen Moped hier durch die Gegend heizen. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Kommentare, Däumchen sind immer gern gesehen, ne? Wisst Bescheid. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.